Verteidigung beruft seine Gnaden Keras Karrenor in den Zeugenstand. Ja, wenn er wieder an dir vorbei schreitet, kannst du ihn auch hören, wie er dir zu sagt. Das ist ihm auch gerade egal, ob jemand zuhört oder nicht. Wir legen in 2 Tagen ab. Wir werden da sein. Ja, ich erhebe mich aus dem Zuschauerreihen und trete vor in den Zeugenstand. Ja, du siehst, wenn du aufstehst, wie Resovik Sturmtaucher dir in den Weg tritt, dich wieder beiseite schiebt, zurück in die Richtung der Stuhlen rein und er dann nach vorne geht. Ausgericht den Befindlichkeiten des stürmischen Gottes zum Gemüt, beantrage ich zunächst Resovik Sturmtaucher zu hören. Bitte nehmt noch einmal Platz, Euer Gnaden Karinor. Euer Gnaden Sturmtaucher, bitte tretet nach vorne in den Zeugenstand. Ja, er lässt sich auch gerade schon auf dem Stuhl niedersinken und schaut dann zu dir hoch, tippelt so ein bisschen mit seinen Händen, ebenso ungeduldig und sieht auch, wie unberechenbar er wohl gerade ist. Ich bin der Bordkaplan, Resovik Sturmtaucher. Wenn ich unter Eid aussagen will, ja. Ich bin auch als Leumundzeuge hier und bekräftige, dass er für die Effardkirche große Erfolge errungen hat und zwar nicht nur, der geweihte Okurian, sondern ebenso sein Begleiter Abel mir. Sie Nun, Euer tragen Gnaden, beide die Effert-Perle. ich schwöre natürlich vor Herrn Effert, die Wahrheit zu sagen. Und Praios. Und Praios, dann möchte dir einen sehr kurzen Abriss von dem geben, was ich an jenem Tag in Kunchum, von dem er sprach, zutrug. Sie haben kurzerhand, nachdem sie einem Paktierer der tiefen Tochter das letzte Geleit in einem Tempel gegeben haben, erschlossen sie sich dem Schlachtfeld an und betraten gemeinsam die Seeadler. Es gab dann ein Gefecht, was sie erringen konnten und konnten eine der widernatürlichen Taranteln auf hoher See bezwingen, was dann zum Abbruch eines Angriffes auf Kunchum führte. Die Stadt sollte dabei wohl nicht vernichtet werden, aber sie hätten großen Schaden davontragen können. Und zudem war er anwesend, wie das auch bereits von meinem Admiral Sarnin weitergetragen wurde, als Paligan gekämpft hat und den Splitter für sich sichern wollten. Auch dabei waren sie anwesend. Und wir verdanken ihnen, dass aktuell im nördlichen Gebiet Rulat, beziehungsweise kurz vor Mendena liegend, jetzt sein Heiligtum der Perainer zu finden ist. Wenn ihr erlaubt, eure Geduld noch einen Moment lang länger zu strapazieren, ich glaube, mein Begleiter hier hat noch eine Frage. Genau. Herr Resovik, als Diener des stürmischen Gottes, ich hätte nur eine Frage. Und zwar, ihr kennt euch ja ebenfalls aus mit dem stürmischen Element, mit dem Element des Wassers. Ebenso. Und wie würdet ihr den bestmöglichen Umgang mit einem verderbten Element beschreiben? Was sollte man am besten damit tun? Verderbtes Element. Wenn man es nicht wieder zurückführen kann in die Heiligkeit oder in die Normalität, dann sollte man es vernichten, wo man kann. Hab Dank. Die Verteidigung, keine weiteren Fragen. Hat die Anklage Fragen an den Zeugen? Ja, ich hätte eine Könnte oder ungesehen zwei. werden. Dann stellt sie. Mit dem rede ich nicht. Ich fürchte, ihr müsst mit ihm sprechen. Er ist Teil dieses Gerichtsverfahrens. Ich rede nicht mit Gräulmen. Sie haben Mendena verheert. Kriegt von mir 2 Daumen hoch. Mein Herr, ich muss Halt leider die darauf Schnauze. bestehen, So dass sie mir sprecht ihr nicht mit Menschen, oder Gräumen, die in meinem Gericht dienen. Resovik, Schafft mir einen bitte. anderen Ankläger hier ran. Oder lasst ihn dolmetschen. Ich rede nicht mit Gräulmen. Wenn das Hohe Gericht erlaubt, würde ich gern Praios Willen zum Gefallen für den Gräumen sprechen. Mein Herr, Da ich er bin das Gericht durchaus. nicht mächtig ist, dürftet ihr euch sicher sein können, dass es keine Verfehlung geben wird. Ich Nein, das bin. kann ich nicht zulassen. Ihr seid Angeklagter hier. Das ist nicht rechtskräftig. Ich bitte meinen Praios geweihten Berater, diese Aufgabe anstelle des Anklägers zu übernehmen.
Ja, der nickt nur, wird sich einmal hinter dir verbeugen und dann in Richtung des Geräumes gehen. Also, es geht um Folgendes. Und zwar ist er ja viel auf der blutigen See zur See gefahren. Und ich möchte ihn gerne einmal fragen, was denn seine Erfahrungen sind, wer meist eine Dämonenarche als Kapitän befehlt. Er denkt kurz drüber nach, wenn dann die Frage in Anführungsstrichen übersetzt wird, beziehungsweise nochmal wiedergegeben wird. Eine Arche lässt sich laut unseren Informationen nur durch einen Pakt lenken. Irgendeiner an Bord muss einen Pakt haben oder große Gewalt über einen Paktierer ausüben. Denkt er denn, dass es wahrscheinlich ist, dass man eine Arche ohne Pakt, sagen wir mal, kommandieren kann? Oder muss davon ausgegangen werden, dass Kapitän Greifenmund in dem Fall entweder ein Paktierer war oder einen Paktierer an Bord hatte? Einspruch. Das sind Vermutungen. Und unbewiesene dazu. Eine Frage. Ihr berichtet davon, dass ein Paktierer verbrannt wurde in Kunchom. Wisst ihr, von welchem Schiff dieser kam? Oder wo dieser herkam? Die Effertkirche schweigt sich nicht darüber aus. Es war ein ehemaliges Besatzungsmitglied der Dämonenarche Gezeitenspinne. Also möchtet ihr mir sagen, dass auf der Gezeitenspinne, die Herrn Greifbund kommandierte, Paktierer ihr Anwesen zeigten? Einspruch, er wurde geläutert und seine Seele und sein Ruf sind rein. Das nicht stattgegeben. Herr Resovik Sturmtocher tritt hier als Leumundszeuge auf und in genau dieser Funktion wird er auch diese Frage beantworten. Ist dies eure Informationslage, dass mindestens einer, ein Paktierer auf Herrn Greifmunds Schiff zugegen war und dann anschließend von der Effertkirche gereinigt wurde? Ja, du merkst, wie er mit seinen Fäusten in den Pult schlägt und dann noch so, es knackt laut und vernehmlich. Ihr könnt das nicht genau sehen. Sheridas wird das natürlich dann von leicht erhöhter Position wohl mitbekommen, aber da hat wohl gerade viel Holz geknackt und er schaut dich wutentbrannt an und knurrt dann, ja. Vielen Dank an den Zeugen. Ich möchte ihn nur einmal bitten, vielleicht darüber nachzudenken, dass wir Gräume doch eine gar wunderbare Nachbarn sind. Anspruch, die Anklage ist nicht hier, um zu predigen. Wenn keine weiteren Fragen weder von Verteidigungs- noch von Anklageseite sind es offensichtlich nicht, entlasse ich den Zeugen, seine Gnaden Resovik Sturmtaucher. Gut, das waren zwei Leumundszeugen für Jarlan und Abelmir. Mit einem SO von 12, 13, 14, kommt natürlich mal so ein bisschen drauf an, geteilt durch 4. 14 geteilt durch 4 sind 3,5, dann sind wir wohlwollend und machen dann eine 7 draus, weil das zwei Stück sind. Das sind 7 Beweispunkte. Einen wesentlichen Punkt hatte Redovic ja noch gesagt, hinsichtlich der Zurückführung und Vernichtung von verderbter elementaren Materie. Wurden sie vereidigt? Mhm. Sie wurden vereidigt, das sind jeweils 2 Punkte. Genau. Plus 1, plus 1. Ich glaube noch einer, ja. Bei Leumundszeugen und so. Also ich will das mit der verderbten elementaren Materie nur festhalten, weil das für mich später nochmal wichtig wird. Ja, dann Resovik wird dann gemeinsam mit Sani noch wieder rausmarschieren. Die haben hier keine Lust mehr zuzuhören. Hat alles gesagt, was sie sagen wollten und sie werden wohl in ein paar Tagen aufbrechen. Dann kann sich Keras erheben. Nun, als Folgendes ruft nun die Verteidigung noch Keras Karin. Aber erhebe mich dann, putz nochmal über meine Kleidung und dann gehe ich den Zwangsstand zusätzlich ein. Oh, genau. Karin, nur fürs Protokoll, nennt euren Stand und euren Namen. Mein Name ist Chiaras Dofaminio aus dem Hause Karinor, auch bekannt als Ratchan Tarifsun, Diener der Raya, Mitglied des Heldenrates, erster Ritter des Ordens der Rose, Ehrenritter zu Gareth, Archentöter, Drachentöter, Heptarchentöter. Wie man also sehen kann, seid ihr ein Mann von einigen Heldentaten und einigen guten Leumund. Wie würdet ihr die Beklagten uns in diesem Falle beschreiben? Ich würde die Angeklagten als meine Gefährten und Kameraden bezeichnen.
Und hattet ihr jemals Zweifel daran, dass unser Streben dem Willen der Götter und der Bewahrung zur Schöpfung zu dienen ist? Sollte es auch bei Zeiten Differenzen auf der Auslage geben, habe ich niemals an keinem meiner Begleiter gezweifelt, dass sie im Dienste der Zwölfe handeln. Die Verteidigung hat keine weiteren Fragen. Hat die Anklage Fragen? Ein oder zwei hätte ich doch. Dann heraus. Herr Carinor, Sie wurden in diesem Prozess bereits einmal genannt, wie Sie Ihnen bestimmt auch selber aufgefallen ist. Sie sind ja ein aufgeweckter junger Mann. Und zwar wurden Ihnen das Wort Unheiligtum in den Mund gelegt. Ist dies eine korrekte Aussage? Haben Sie diese Worte von sich gegeben? Herr, lassen Sie mich nicht lügen, Herr Morenis hat dies, glaube ich, so weitergegeben. In gewissem Zusammenhang wurde das Wort Unheiligtum in den Mund genommen, ja. Könntet ihr diesen Zusammenhang genauer erläutern? Aber selbstverständlich. Wie bereits von anderen berichtet wurde, waren wir in Elburum zugegen, um dort endgültig die Oronische Herrschaft zu stürzen, was uns auch gelungen ist. Uns ist gelungen, den Kult der Gegenspielerin Rayas zu beseitigen. Doch kam es uns aus mehreren Quellen zu Ohren, dass anscheinend auch die Gegenspieler zu Fex noch ein Halt in der Stadt hat, dass es gar ein Unheiligtum gibt. So haben wir uns auf die Suche gemacht nach diesem Unheiligtum. Und es war in der Tat das benannte Haus, diese Spielhölle, die uns gewiesen wurde als der wahrscheinlichste Punkt dieses Unheiligtums. Ist dann die Aussage von Herrn Morenis korrekt, dass ihr gesagt habt, dies sei das Unheiligtum, oder habt ihr gesagt, dies sei wahrscheinlich ein Unheiligtum? Wir waren zugegen bei diesem Haus und wollten es untersuchen und den ersten Anschein hat es gemacht, dass es möglicherweise dieses Unheiligtum sein konnte. Wir waren allerdings noch nicht in der Lage, dies zu bestätigen, bevor die Lage eskaliert ist. Also ist die Aussage von Herrn Morenis, dass ihr gesagt habt, es sei ein Unheiligtum, so nicht korrekt. Ihr habt nur gesagt, es könnte ein Unheiligtum sein. Ist dies korrekt? Einspruch, Wortklauberei über Worte, die auf der Straße gewechselt wurden. Die Aussage ist relevant, weil, wenn es ein Unheiligtum ist, ist das Handeln von Herrn Morenis deutlich verständlicher, als wenn es nicht unbedingt ein Unheiligtum ist. Über eine Aussage, die in einem Krieg stattgegeben. Seid still, Grafenmund. Also, habt ihr dies nun so gesagt oder nicht? Habt ihr gesagt, es sei ein Unheiligtum, oder habt ihr gesagt, es wäre ein mögliches Unheiligtum? Ich habe gesagt, dass es ein mögliches Unheiligtum wird und dass dies bestätigt werden muss. Vielen Dank. Noch eine letzte Frage. Ihr habt von Differenzen gesprochen, als Herr Greifmund euch fragte, ob ihr immer auf eure Begleiter vertrauen könnt. Könnt ihr diese Differenzen genauer erläutern? Dies würde durchaus den Rahmen dieser Gerichtsverhandlungen sprengen. Doch um es kurz zu halten, haben einige unserer Begleiter verschiedene der Zwölfe als ihren gewählten Schutzpatron. So ist es bei mir Raya, ist es bei dem werten Kurian Raios. Und so kommt es nicht selten vor, dass wir verschiedene Aspekte unserer Götter stärker vertreten als der jeweils andere. Ob es nun das harte Recht ist, ob es nun das Mitgefühl ist oder andere Aspekte der Götter, die Vorrang halten müssen. Ach, das ist natürlich sehr verständlich. Noch eine allerletzte Frage, wenn ihr dies erlaubt. Und zwar, wenn ich das hier richtig lese, seid ihr einer der längsten Begleiter von Herrn Greifenmund. Ist dies korrekt? Das ist in der Tat korrekt, ja. Gibt es Dinge über Herrn Greifenmund, die, sagen wir mal, er geheim hält, die er uns verschweigt, die ihr uns offenlegen könntet? Dinge, die sein Wesen deutlicher zeigen? Dinge, die zum Beispiel dämonische Vergangenheiten? Habt ihr Wissen über solche Dinge? Einspruch, wonach fischt die Anklage hier? Nach dämonischen Vergangenheiten. Ihr fischt im Trüben. Ja. Er war ein Eichenkapitän. Dementsprechend ist die Frage, ob er eine dämonische Vergangenheit hat, nicht eine
ein Fischen im Trüben ist, ist eine berechtigte Frage. Ich denke, die Arche wurde hinreichend beleuchtet. Ihr müsst nicht jeden einzelnen Zeugen danach befragen. Der Mann ist der längste Begleiter, der hier befragt wird. Dementsprechend ist seine Aussage relevant, weil er euch am längsten kennt. Und jetzt möchte ich bitte den Zeugen bitten zu antworten. Dem Gericht liegen Hinweise vor, die ich eingereicht habe, dass es sich bei dem geweihten Okurian niemals um einen Paktierer gehandelt hat. Euer Ehren, ich bin bereit, den Anspruch zurückzuziehen, wenn die Anklage hiernach endlich diese elendige Verfahrensfrage fallen lässt. Was ist die Anlage F? Anlage F müsste in euren Unterlagen sein. Es geht mir nicht nur darum, ob er Paktierer war, sondern ob es Umtriebe in diese Richtung gab. Und dazu kann der Zeuge doch mit Sicherheit eine Aussage treffen. Euer Ehren, soll ich die Lage um die Arche einmal ausführlich erläutern? Ausführlich? Nein. Nein, bitte umreißt es nur kurz, insoweit es relevant ist für dieses Verfahren und den Leumund der Angeklagten. Natürlich. Also nur konkrete Geschehnisse. Danke. In der Tat sind sowohl ich als auch der werte Okurian auf dieser Dämonenarche gereist und haben sie genutzt im Sinne der Götter, um andere Archen zu vernichten. In der Tat ist es möglich, eine Arche zu kontrollieren mit Anwesenheit eines Paktierers. Doch dies ist nicht der einzige Weg. Es war auch möglich, diese Arche zu kontrollieren mit einem Schwert aus Endurium, ein Schwert, das die Hand schwarz färbt. Außerdem ist es möglich, eine Arche zu kontrollieren, indem er den wahren Namen besitzt. Zu Beginn, ohne unser Wissen, war diese Arche wahrlich kontrolliert von unserem damaligen Begleiter Ephadaios. Als wir von seinem Pakt erfuhren, haben wir unser Schnellstes getan, um seine Seele zu retten, was uns auch gelungen ist in Kunchum. Danach haben wir, mit Hilfe einiger Magister, herausgefunden, wie der wahre Name dieser Arche ist und sie dadurch kontrolliert. Kurze Zeit darauf wurde die Arche vernichtet. Vielen Dank. Habt ihr noch weitere Fragen? Nein, vielen Dank. Der Zeuge darf den Zeugenstand verlassen. Gibt es noch weitere Zeugen, die Verteidigung anführen möchte? Die Verteidigung ruft in den Zeugerstand Serina Sabaharamil, ihres Zeichens Angestellte des Bankhauses der Mada Basari. Bitte. Ja, ein kleines, schüchternes Mädchen tritt nach vorne, ungefähr 20 Jahre alt, und setzt sich dann dorthin. Werte Dame, wir haben gerade bereits die Ausführungen des Resovik-Sturmtaucher gehört. Ihr wart an Fragetage ebenfalls in Kunchum, wenn ich mich nicht täusche. Könnt ihr seine Aussage so untermauern? Soweit ich das mitbekommen habe, stimmte das. Ich träume noch seit einiger Zeit schon davon, habe widerliche Kreaturen aus Schleim gesehen, die sich den Fluss hochwanden, und dann hörte alles auf. Ich will euch nicht gar länger quälen, sagt mir nur noch eine Sache. Wer war es denn, wie ihr beobachten konntet, der sich gegen diese Flut aus Unkreaturen gestemmt hat? Eine große Gruppe von Stadtgardisten, und ich meine wohl auch, dass ihr darunter wart. Ich habe es nicht selbst wirklich mitbekommen, aber da ich nun in einer Bank arbeite und mitbekommen habe, dass ihr die beglaubigte Vernichtung vorweisen könnt, dann werdet ihr es wohl gewesen sein. Immerhin war es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die allererste Arche, die vernichtet worden ist. Zumindest eine von den Großen. Es wurden damals 100.000 Karten ausgeschrieben, meine ich, die ihr dann nicht einmal mal angenommen habt, sondern eine Zinsen angenommen habt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Oder waren das 40.000? Ich glaube, ihr habt 40.000. Es war eine mittlere Arche. Die Steckbriefe hängen bei uns immer noch in den Kontoren. Immerhin gibt es viel zu viele noch von denen, aber dies war eine der ersten. Vielen Dank für eure Ausführungen. Ich habe keine weiteren Fragen. Wertes Gericht, eine solche Beglaubigung lässt sich gegeben die Zeit auf Wunsch vom Handelshaus Mada Basari erhalten. Bitte reicht sie so schnell wie möglich nach. Am besten noch heute. Ich werde die Gerichtsdiener anweisen, eine solche Beglaubigung aus dem Kontor der Mada Basari anzufertigen. Hat die Anklage Fragen? Ich würde der jungen Frau nur ein, zwei Fragen stellen. Junge Dame, wart ihr denn anwesend bei diesen Tätigkeiten, oder sind das Dinge, die ihr gehört habt? Ich stand am Hafen, wollte eigentlich
einige Unterlagen zu der Hafenverwaltung bringen und dann habe ich gehört, wie die Rotzen geknallt haben und habe dann gesehen, wie diese Kreaturen aus dem Wasser stiegen. Und die Arche vor dem Wasser. Das ist bestimmt schrecklich für euch. Aber folgendes. Wie viele mutige Herren und Damen würdet ihr denn schätzen, haben sich gegen diese dämonischen oder Unkreaturen gestellt? Ich glaube, 2 oder 3 Schiffe. Nein, am Hafen. Oder wo habt ihr Herrn Greifenmund klar identifizieren können, als er gegen diese Untiere gekämpft hat? Als ich geflohen bin, ich wollte eigentlich zu einem der Tempel und da ging es erst richtig los. Da habe ich dann gesehen, wie sie. Naja, und es waren eine viele, viele Stadtwachen und ich habe auch einige Korkweite gesehen, die da rumliefen. Und ihr konntet Herrn Greifenmund eindeutig und klar identifizieren, obwohl ihr auf der Flucht vor dämonischen Wesen wart und dort Dutzende von Kämpfern sich in den Kampf gestoßen haben. Ja, seine Gruppe war schon ziemlich auffällig. Also ich glaube, er war das. Ich bin mir recht sicher. Was bedeutet für Sie denn recht sicher? Recht sicher ist ein sehr dehnbarer Begriff, möchte ich fast sagen. Einspruch, die Befragte hat hinreichend klar gemacht, was sie meint. Es muss aber klar gemacht werden, wie sehr die Befragte von ihrer Aussage überzeugt ist. Nicht besonders überzeugt, das ist doch jetzt klar. Verschwendet nicht die Zeit des Gerichts. Habt ihr weitere Fragen? Diese Arche, für die dir das Kopfgeld ausgeschrieben wurde, was für ein Beweis wurde erbracht, dass diese von Herrn Greifenmund erlegt wurde? Zeugenaussagen? Von wem? Von dem Herrn Sarnin? Von Herrn Sarnin. Hohes Gericht, wenn ich darauf hinweisen darf, Herr Sarnin hat diese Aussage sogar bereits in seiner eigenen bestätigt. Die hohe Fürstin von Zorgan, die ehemalige Fürstin und die Herrin der Madabasari, sie war selbst anwesend. Sie war kurze Zeit danach gemeinsam mit einigen anderen Bankiers in der Stadt und es gab wohl ein gemeinsames Denier. Und ich war zwar selbst bei diesem Denier nicht anwesend, aber sie war danach noch einige Zeit in der Madabasari in dem Kontor hier. Also in Kuntium. Ah, vielen Dank. Die ich habe keine weiteren ist Fragen. Hiermit entlassen. Danke. Gibt es noch weitere Zeugen, die Verteidigung anführen möchte? Oh, selbstverständlich doch. Die Verteidigung ruft Gumur, Gräum erster Klasse, in den Zeugenstand. Dankeschön, endlich. Ruhe im Gerichtssaal. Mein Herr, ich bin Ihr Ankläger und weiß ehrlich gesagt nichts über Sie, was ich nicht selber herausgefunden habe. Es ist sehr unüblich, dass ein Ankläger in den Zeugenstand gerufen wird. Ich möchte die Verteidigung noch einmal daran erinnern, wirklich sehr präzise und wirklich nur absolut notwendige, für dieses Verfahren absolut notwendige Fragen zu stellen. Hohe Richterin, ihr dürft fortfahren. Da die Aussagen der Elboroma Gräume nur schriftlich vorliegen und Herr Gumo hier Ihr Vertreter ist, erhoffen wir uns doch von ihm einige Klarstellungen. Ich denke, andererseits können wir selbstverständlich die Elboroma Gräume herbeizitieren und sie persönlich befragen. Aber wie ihr bereits vorgelegt habt, leiden sie von einem Medikus, bestätigt unter einer Angst vor Zwergen und Praiosgewalten. Wo ihr nicht Unrecht habt. Und sie diesem Gerichtssaal auszusetzen, wäre doch gar eine Schandtat. Vor allem, da ihr ihre Aussagen ja sicherlich genauso gut tätigen könnt. So gut euer Gnaden, Okurian, ergeht euch bitte nicht in falscher Gefühlsduselei und Empathie für die Gräume. Es steht euch nicht an. Ich kann euch gerne wiedergeben, was in den Berichten steht, wenn ihr das mögt. Asche auf mein Haupt, wenn sich der Ankläger auf die Bank übergeben möchte. Ich übergebe die Befragung an meinen Kameraden Wolters. Dankeschön. Ja, der Gräum würde von seinem Stuhl springen, seinen kleinen Hocker mitnehmen und dann auf den großen Anklagestuhl mit dem Hocker klettern. Ja. Väterchen, darf ich ein paar Fragen stellen? Gut. Danke. Also, zunächst mal spracht ihr ja von bösartiger Absicht, eine Unterstellung, die ihr mir und meinen Gefährten angetragen habt. Und insbesondere im Kontext des Ausspruches des Unheiligtumes sagtet ihr, dass keine guten Taten von mir in einem Unheiligtum zu tun wären. Könnt ihr das näher ausführen? Ja, ich
Eure Aussage war, dass ihr in das Innere des Hauses vorrückt, ohne das Unheiligtum je zu erwähnen. Nun. Weil ich dann davon ausgehen muss, dass ihr doch davon zumindest gehört habt. Und als ihr dann in dieses vordringt, droht ihr mit dem Tod. Da muss ich mich doch fragen, warum ihr so etwas nicht erwähnt. Ihr dürftet mir auch keine Fragen stellen, aber gut. Jedenfalls sagt ihr also, es ist nicht möglich, in einem Unheiligtum gute Taten zu vollbringen. Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, es wundert mich, dass ihr dies nicht erwähnt. Nein, ihr habt. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass ihr gute Taten dort vollbringen wollt. Das ist eine Interpretation meinerseits. Da Einspruch, der Zeuge Unrecht. Spekuliert, ohne gefragt zu werden. Gerichtsschreiber, können wir im Protokoll nachschauen? Bitte? Weiß keiner mehr. Ja, ich hab's mir aufgeschrieben. Er hatte tatsächlich gesagt, dass das nicht machbar ist. Also er hatte mir tatsächlich das unterstellt. Aber gut. Nun zu meiner zweiten Frage. Ich habe ja die Berichte, die ihr eben noch einmal vorgelesen habt, gelesen und da war kein Wort von Magie zu hören oder von mir, der dem Gollum gedroht haben mag. Das ist sehr merkwürdig, denn ihr habt mir ja angelastet, ich hätte einem Gollum gedroht, einen Archosphero, habt ihr gesagt, nutzen zu wollen, nicht wahr? Könnt ihr mir sagen, wie ihr an diese Informationen gelangt seid, wo sie doch nicht in diesen Protokollen, die hier vor mir liegen, auftauchen? Wie ihr in den Protokollen lesen könnt, steht darin, dass die Herren, also die Gräume, in dem Fall bedroht wurden. Und wie ihr selber ausgesagt habt, habt ihr ein Archophaxus erwähnt. Dementsprechend ist es natürlich klar, dass die Herren bedroht wurden von euch. Ihr sprach. Das ist doch ausnahmslos klar für euch. Nein. Ihr habt doch selber zugegeben, einen Archophaxus den Herren angelastet zu haben. Zum einen sprachen wir vorhin über den Archosphero, den ich beschrieben habe. Entschuldigt. Den ihr mir angelastet habt. Zum anderen ist hier wirklich kein Wort von Magie zu lesen. Ich kann also nicht. Aber ihr habt doch selbst bestätigt, diese einsetzen zu wollen. Ihr seid jetzt Zeuge. Ihr werdet keine weiteren Fragen stellen. Ihr werdet Fragen beantworten. Ja. Zum Zweiten. Wenn ich euch mit einem Messer bedrohen würde, aber kein Messer in der Hand hätte, wäre das eine Bedrohung? Ihr müsst das spezifizieren, ich verstehe eure Frage nicht. So wie ich vor euch stehe, hier im Gerichtssaal, und ich würde sagen, ha, mit diesem Messer bedrohe ich euch, und ich zeige mit meiner leeren Hand, wie ich ihn bedrohe ohne Messer. Also. Es kommt auf euren Charakter an. Wenn ihr ein Meuchelmörder seid, wäre ich natürlich in Angst. Wenn ihr ein Rondra-Geweihter seid, vermutlich nicht. Nun, ihr werdet also in Angst, dass ich euch ohne ein Messer mit einem Messer umbringen kann. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ihr ein Meuchelmörder seid? Das erscheint mir schwachsinnig. Ich habe im Allgemeinen Angst vor Meuchelmördern. Dementsprechend denke ich, dass man Angst vor Meuchelmördern haben soll. Nun, aber ich kann niemanden mit einem Messer umbringen, ohne ein Messer zu besitzen. Da stimmt ihr mir zu, oder? Ihr könntet euch ein Messer stehlen. In dem Moment, meine ich. Aber stimmt das ihr weiß mir zu, ich ja oder nein? Eine Frage gestellt, bitte antwortet diese Frage. Ich kann auf diese Frage nicht antworten, doch, weil ihr sie nicht klar stellt. Die Frage ist klar gestellt. Kann Vielleicht ich euch mit einem Messer umbringen, ohne ein Messer zu besitzen? Einspruch, der Zeuge versucht auszuweichen. Beantwortet die Frage. Ja, könnt ihr. Ja, kann ich.